Paradies war einst ein Ort der Ruhe und des Studiums. Jetzt hat Bohan seine Schönheit zerstört. Ich kann fühlen, wie mein Vater und meine Clanbrüder Bohans Gnade ausgeliefert sind. Und dieser Mann kennt keine Gnade. Kai. Ich muss Vater finden. Du hältst Wache, bis wir kommen. Es kann sein, dass du für uns Zing-Zang spielen musst. Ja, Mariko. Wir suchen ein Versteck. Nicht wahr? Hallo! Da sind wir wieder zu einer neuen und brandneuen Ausgabe von unserem Videospieltagebuch. Ja. Das jetzt übrigens auch bei YouTube öffentlich online gestellt wurde. Genau, öffentlich. Seit einiger Zeit schon. Naja, wir spielen auf jeden Fall hier Heavenly Sword. Ein weiterer PS3-Titel natürlich. Wie man natürlich, kennt man ja unschwer an dieser überzeugenden Grafik. Ja, wie man hier hinten an diesen schönen Wasserfällen und sowas vor allen Dingen eindrucksvoll sieht. Ja, und wir legen direkt mal los. Genau, jetzt geht's erstmal ab. Ja, Quicktime-Events natürlich, wie ihr seht. Quicktime-Events sind nur Sachen für Leute, die keine Krämpfe in den Fingern nach sowas kriegen. Ja, also ich finde Quicktime-Events richtig cool. Ich weiß, dass viele die nicht mögen, aber ich finde sie geil. Ja, ich mag sie auch, aber nicht, wenn sie mir so schwer werden. Ja, das ist das Problem bei Heavenly Sword. Manchmal sind die echt übermenschlich schwer. Und jetzt macht's. Bam! Ja. Naja, wir spielen auf jeden Fall die rothaarige Heldin Nariko. Ja. Die, in einem Dorf lebt, das von ihrem Vater angeführt wird. Und die führen einen Krieg gegen den finsteren König Bohan, der übrigens gespielt wird von Andy Serkis. Wer hat den gespielt? Was hat er gespielt? Gollum, ne? Ja, genau. Genau, hier Gollum wieder hier. Und ja, das Spiel heißt nicht umsonst Heavenly Sword, weil wir haben als Waffe halt das himmlische Schwert. Ja, ich kann Englisch. Und das Schwert, man glaubt es kaum, aber so eine zierliche Person kann ein, zeig mir mal so ein Schwert dick machen. Also so ein Also wenn man auf R1 drückt, kann man zwischen verschiedenen Kampfstilen wählen. Das ist jetzt hier der heftige Kampfstil. Da ist die zwar ein bisschen langsamer, aber dafür sind die Attacken umso kraftvoller. Ja, und da sieht man mal, wie so ein kleines, zartes Mädchen so ein Riesenschwert durch die Gegend schwenkt. Ja, dann gibt es halt noch hier den normalen, den ich jetzt gerade habe. Und dann gibt es noch den weitreichen Kampfstil, den man auf L1 aktivieren kann. Da ist sie dann halt richtig schnell, aber auch nicht mehr so stark. Ja, das dauert dann. Und dann gibt es halt noch so schöne Special Moves, wie jetzt den hier, den ich jetzt hier vorführe. So. Zack. Ja, und der tötet ein paar Gegner aufeinander. Ja. Naja, auf jeden Fall, dieses himmlische Schwert kriegt sie von ihrem Vater. Und soll das bewachen und üben. Ja. Allerdings hieß es in der Prophezeiung, dass der Vater halt einen Sohn bekommt, der dann die Armee des Musik führt, aber ist halt nach wie vor gekommen. Ja, eindeutig kein Junge ist. Ja, das ist wie man das auch schwer kennt. Ja, und Nariko hat eine Begleiterin. Begleiterin. Ja, ist schon eine Begleiterin mit dem Namen Kai. Ja, und die hält sich für eine Katze. Ja, kann man so sagen. Ja. Und ja, was könnte man noch erzählen? Ja, von der Kai, das Lieblingsspiel ist, was heißt Lieblingsspiel? Sie bezeichnet es immer als Spiel, das heißt Zing-Zang. Ja, das heißt nichts anderes außer Feinde töten. Ja. Ja, wo sie eigentlich sehr gut und das muss man wiederum, also hatte ich mal das vorhin, zu steuern. Ja. Nicht leicht, sage ich euch, nicht leicht. Da man es vorwiegend mit dem Six-Axis-Controller macht. Man kann es auch umstellen, aber ich finde es so besser. Also ich hatte da so meine Probleme mit. Ja. Ach ja, übrigens noch was zu dem Schwert. Das ist verflucht. Niemand so nebenbei. Das entzieht ihr nämlich Lebensenergie. Also jetzt nicht während des Spiels, aber halt so in der Story sieht man das halt immer mal wieder. Naja, und das war's auch jetzt schon eigentlich fast für mich. Und gleich seht ihr mich, wie ich noch die weitere Welt von Heavenly Sword erkunde. Ja, okay. Und ja, vielleicht schaffe ich noch ganz kurz so einen Special Move. Nicht? Doch, Moment. Da kann ich mir auf den.
Oh, und jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.